Gennady Mazur versucht hier ein Endspiel mit seinem Sohn zu erreichen, denn der hat die Hauptrunde gewonnen. Und wartet jetzt auf den Sieger der Trostrunde, denn die beiden spielen dann das endgültige Endspiel aus. Mazur gegen Petrufet. Am Donnerstag haben die beiden ein Trainingsmatch gemacht hier in der Halle und da hat Petrufet unglaublich aufgespielt. Meines Wissens dieses Match sogar gewonnen oder zumindest nur ganz knapp verloren. Aber Turnier ist natürlich wieder was anderes. Im Trainingsspiel probiert man zwischendurch auch mal was aus. Ist zwischendurch auch nicht ganz so konzentriert. Kann auch mal was riskieren. Hat auch die nervliche Anspannung nicht. Jetzt gilt es, aber Petro spielt erneut starke Bälle. Er ist wirklich gut geworden. Am Nebentisch Tanja Meyer-Zöffel gegen Ceylan Ramazan Ceylan von Mühlhof. Der hat sich auch deutlich verbessert. Im letzten Quartal noch D-Klasse gespielt, ist wohl jetzt in die C-Klasse gerutscht. Hat früher sehr viele Fehler auf Schnittwechsel gemacht. Das kann er jetzt abstellen, da hat er mehr Gefühl. Nicht mehr so anfällig auf Rotation und dementsprechend dann in der Leistungskurve nach oben. Thank you.
Ja, was mich immer ein bisschen wundert, wie geistig flexibel man so ein Systemskreisen ist, denn es zeigt sich hier ganz deutlich, dass diese Spielbox hier eigentlich viel zu klein ist, sicherlich auch kleiner, als es die Regel vorschreibt. Das ist sehr gut so, wenn man ein Turnier machen will und den Platz braucht, dass man dann nicht auf irgendwelche Regeln pocht. Aber jetzt hat man doch die ganze Halle frei. Das heißt, man hätte hier jetzt in so einem Match schon die Möglichkeit, den beiden Akteuren den Platz zu geben, den sie brauchen. Damit beide auch das System zeigen können, dass sie drauf haben, aber nein. Die Banken bleiben hier stehen, relativ ungeordnet, und man spielt auf engstem Raum. Ja, der Ballwechsel, der hier geklatscht wurde, der ist leider für immer verloren, nicht auf dem Film. Tanja Zölfel war das wohl, die hier einen tollen Ball gespielt hat. In der Regel ist es dann so, dass man diese Bälle nicht am Film hat und danach, sobald man die Kamera einschaltet, gibt es dann die Durchschnittsbälle oder vielleicht sogar einmal ein paar Bälle, die man gar nicht so unbedingt sehen muss. Das ist das Schicksal eines Videofilmers. Zehn steht es hier und dann ein cooler Aufschlag, aber leider nicht auf dem Tisch. Aber es stand nicht 10-10, oder? Auf Tisch 1, Masur gegen Lautenbach, 6 Punkte vor für Lautenbach. Er ist immer noch nicht zurück in der Hauptrunde. Aber das war ein klares 3-0 gegen Petrofit.